Erstmal willkommen, Howard Carpendale. Schön, nicht, dass du da bist. Ob die Leute, danke schön, ob die Leute mir das glauben, ich habe noch nie was gestrickt. Doch, das glaube ich dir. Glaubst du mir? Gut. Aber das sind so schöne Sachen hier, es ist wirklich toll, wie die Menschen das. Ist das unglaublich. Also ist ich habe aber etwas ausgesucht, was ich sehr niedlich fand. Ja, aber nämlich? Dafür muss ich mich umdrehen und dieses Schaf. Also oh, das Schaf, das ist herrlich. Ja, das ist so schön. Ja, wer hat das gestrickt? Das ist von Ute Reinhold von Lengeda. Okay. Lengeda. Frau Reinhold, herzlichen Glückwunsch. Zu Ihnen kommt ebenfalls natürlich etwas aus Handarbeit gefertigt. Und zwar aus dem Weihnachtsland, aus dem Erzgebirge. Da dieses wunderbare kleine Räucherhaus als Pilz gestaltet. Ja, schön, Howard Carpendale. Wir freuen uns so sehr, dass du heute da bist. Das kommt natürlich auch, das wird auch mitverteilt. Das darf Howard nicht mit nach Hause nehmen. Es tut mir leid. Deswegen habe ich ausgesucht. Ja, das hätte ich dir vorher sagen sollen. Ne? Dumm gelaufen. Nein, das wird natürlich auch mitverteilt. Aber du hast ja deinen Fans auch gerade erst ein Geschenk gemacht. Am Freitag ist dein neues Album erschienen. Ein Weihnachtsalbum. Richtig. Was emotional, was Schönes, was das große Besteck wieder hat. Bin sehr stolz drauf, muss ich ehrlich sagen. Und wir hören gleich mal rein. Wir machen es uns gleich jetzt hier mal gemütlich. Erst und gleich. Vorher gucken wir aber natürlich noch mal zurück auf die wahrlich besondere musikalische Karriere von Howard Carpendale. Hello again. Einfach nur mal kurz Hallo sagen, das ist bei Howard Carpendale längst kein Thema mehr. Aus dem einst spontanen Besuch eines jungen Südafrikaners ist seit einem halben Jahrhundert eine feste Institution in der deutschen Schlagerwelt geworden, in der er musikalisch nicht nur Spuren im Sand hinterlässt, sondern ihr bis heute seinen Stempel aufdrückt. Unermüdlich. Große Gefühle als Fleißarbeit. Fremde oder Freunde, die wird alles sein, wieder uns verzwängen. Ganz allein macht er sich Anfang der 60er nach Europa auf, um hier im Musikgeschäft Fuß zu fassen. Erste Station England, da klappt das mäßig. Doch in Deutschland giert das Publikum in der heilen Schlagerwelt nach einem Hauch von großer, weiter Welt. Ich geb mir selbst eine Party, eine einsame Party. Er feiert musikalische Partys, als das hierzulande noch Fete hieß. Ein blondes Honeyboy im Maßanzug. Ein perfekt frisierter Jungmädchentraum, in dem auch die Schwiegermutter schwelgen kann. Ich will dich morgen wiedersehen. Haha, komm, sag mir ja. Ich will, dass bei dem Wiedersehen geschieht, was heute geschah. Ja, du bist die für mich. Und ich bin der für dich. Ich bin der für dich, das war auch schon immer ein Versprechen an die Fans. Für sie nimmt er sich im Hinblick auf künstlerische Selbstverwirklichung im Zweifelsfall auch gern zurück. Komponiert und singt, wofür das Herz des Publikums schlägt. Schlager als Wertarbeit, der in seinem Fall stets mehr ist als nur gefühlsduseliger Kitsch. Anfang der 2000er hatte er seine Bühnenkarriere eigentlich bereits beendet. Doch nur wenige Jahre später hieß es Hello Again. Er kann nicht ohne Arbeit, ohne die Bühne, ohne die Fans. Ein Mann also, bei dem die Freude auf ein Wiedersehen immer beiderseitig ist. Das wäre wirklich schade, wenn diese besondere Beziehung zwischen dir und den Fans zu Ende gehen würde. Aber du denkst ja gar nicht ans Aufhören. Nee, wahrscheinlich nie wieder. Das ist gut, das ist gut. Das hören deine Fans mit großer Freude. Vor allem, wenn dann solche Ergebnisse quasi herauskommen. Dieses Album, das am Freitag erschienen ist, das eignet sich hervorragend unter Weihnachtsbaum. So kann man das sagen, oder? Ich habe versucht, ein Weihnachtsalbum zu machen, die ein bisschen anders klingt. Weil ich habe einfach viele damalige Alben angeschaut und festgestellt, es gibt viele Lieder, die sich immer wiederholen. Mhm. Die Klassiker und man soll auch nichts gegen die Klassiker haben, aber ich finde, es gibt auch eine Menge Lieder, die man kennt vom Klang her, aber die einem nicht bewusst sind. Und es gibt Lieder, die man einfach anders arrangieren kann, wie Driving Home for Christmas, haben wir eine wunderschöne Version da drauf. Mit diesem Orchester und alles zusammen hat das, glaube ich, eine
Endresultat, die sehr ungewöhnlich ist. Und es ist mir auch sehr wichtig, weil Weihnachten wird wahrscheinlich dieses Jahr wieder ein bisschen schwieriger sein, als wir wollten. Im Moment kann man nichts dazu sagen, aber also das Ding ist, wenn man 75 ist, wenn man anfängt, wir haben ein paar alte Bilder gesehen, entschuldige, wenn ich so lange rede. Ja, sehr gerne, ich höre dir gerne zu. Wenn man so alte Bilder sieht, das war eine Zeit, wo man kämpft um einen Hit und die Konkurrenz und so. Das ist nicht mehr, wo ich heute stehe. Ich möchte einfach Musik machen, die ich liebe und hoffe, dass es anderen Menschen Freude macht. Das Schöne ist ja, dass du zum dritten Mal mit einem der besten Orchester der Welt zusammengearbeitet hast, mit dem Royal Philharmonic Orchestra. Das ist ja schon mal eine Nummer, eine Hausnummer, muss ich mal sagen. War unvergesslich, ja. Die ersten zwei Alben, da ging's, waren ja wirklich die Songs deines Lebens, die dich begleitet haben. Mhm. Und nun dieses Weihnachtsalbum, das wirklich unglaublich emotional ist, eben weil es das große Besteck ist. Ich glaube, die kommen bei einer Weihnachtsplatte noch mehr zur Geltung. Da sind andere Klänge da. Der Arrangeur hat mir gesagt, wir lieben Weihnachtsklänge. Und es ist ein Traum. Ja. Wenn Sie gegebenenfalls ein bisschen Glück haben, liebe Zuschauer, dann könnten Sie eins dieser Alben gewinnen, so Sie eine Frage an Howard Carpendale haben und zu uns es ins Studio schaffen. 0182 15 15. Und die 18. Jetzt haben wir so viel über das schöne neue Album gesprochen, dass ich sage, wir hören jetzt einfach mal rein. Und dann verraten wir Ihnen auch danach, was Leipzig damit zu tun hat. Noch, was es heißt, Weihnacht. Das Fest der Liebe ist nun da. Und ein einziger Wunsch stellt sich ein. Möcht's auf Erden immer Frieden. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald. Freue dich, Christkind kommt bald. Muss man erstmal so nachhallen lassen, finde ich. Schön, wirklich schön. Ja, sind auch schöne Lieder. Eigentlich habe ich mir zum Teil nicht dran getraut, weil das sind ganz andere Sachen, wie ich sonst singe. Mhm. Aber nachdem ich diese Kopfhörer anhatte und hörte diese Musik, wurde ich einfach unglaublich inspiriert. Und bin auch mit meiner Leistung da sehr, sehr glücklich, wenn ich das sagen darf. Ihr habt das ja unweit von hier gedreht, diese Videos. Peterskirche. In Leipzig. Ja. Wie kam es dazu? Hat eine ausgesucht. Wir haben eine gute Location gesucht und der Wahl fiel auf diese Kirche. Und ich bin auch sehr froh, weil es ist, finde ich, im Hintergrund immer ein wunderschönes Bild. Mhm. Ja. Wie wird denn überhaupt im Hause Carpendale Weihnachten gefeiert? Gibt es so also richtige Traditionen bei euch? Eigentlich schon, wie man in Deutschland feiert. Allerdings ist jetzt ein kleiner Mann dazugekommen. Dein Enkel? Der endet alles, weil das ganze Fokus liegt bei ihm. Und ich muss auch sagen, ich hatte schon am Anfang ein bisschen die Frage in meinem Kopf, werde ich überhaupt ein guter Opa sein? Aber er macht es sehr leicht. Warum warst du da so kritisch mit dir? Ja, es ist schon ein ganz anderes Gefühl, als Eltern und Vater zu sein. Ne? Es ist erstmal ohne die ganzen Dinge, die nicht unbedingt so schön sind,
Windeln wechseln und so. Und da kann ich mal sagen, mach das. Aber ja gut, ich habe einen Sohn Wayne, der ist, der macht sich sehr viele Gedanken über die Art und Weise, wie er sein Kind erzieht. Und ich mache da gerne mit und ich bewundere die Art, wie die beiden, wie Anna-Marie und Wayne mit ihrem Kind umgehen, die erziehen. Aber ich glaube, das denkt jeder Großvater. Die erziehen ein tolles Kind. Ich habe gelesen, dass Matt so aussieht wie du, also so wie du in klein. Und er ist auch Linkshänder, so wie du? Scheint Linkshänder zu sein. Ach, ich glaube, jeder blonde Kind, der so groß ist, sieht aus wie ich. Aber gibt es eine Tradition? Also ihr seid alle zusammen, es gibt... Wir sind, und zwar, die Tradition ist, dass wir seit 35, 40 Jahren nicht ein Weihnachten verpasst haben, egal ob ich in Amerika gelebt habe oder wo ich war. Es ist für uns ganz wichtig, alle zusammenzukommen. Leider dieses Jahr ohne meinen Sohn, der in Amerika lebt. Das tut uns, meine Frau und ich, sehr weh, aber das ist eben so. Wegen Corona? Oder weswegen? Jetzt nicht mehr. Es sah so aus, aber jetzt ist er einfach... Also er wird nicht rüberfliegen wegen zwei Tagen. Und außerdem möchte ich auch nicht gerne, dass er in diesen Situationen 12 Stunden in einem Flugzeug sitzt. Nee, es hängt mit vielen Dingen zusammen. Okay, es gibt ja Gott sei Dank sowas wie Skype und Zoom und da kann man sich zumindest sehen. Ja. So, wir haben natürlich Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Frau Wegwert ist aber erstmal bei uns. Hallo. Ja, hallo, schönen guten Abend im Studio. Hallo, Ihre Frage. Es ist ja noch Nachmittag. Ja. Aber wie gesagt, ich verfolge es immer, wenn es Zeit ist. Und nehme ich mir auch, weil immer sehr interessant ist. Ja. Ja. Und heute, Howard Kartner, ich habe sowas von Herzklopfen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist aber schön. Und, lieber Herr Kartner, super fantastisch, was Sie wieder machen und hoffentlich mit Gesundheit, viel, viel Gesundheit noch lange. Und meine Frage ist eben, wie machen Sie das mit Ihrer Stimmbildung? Ist das noch jetzt so nebenbei selber oder haben Sie jemanden Professionellen dabei? Ich glaube, Stimmbildung, was die Art Musik angeht, wie ich singe, wird in Deutschland vielleicht ein bisschen überschätzt. Ich glaube, es geht vielmehr um einen eigenen Stil und eine Personality zu finden. Was ich für meine Stimme tue, ist, ich setze mich fast jeden Tag im Auto und fahre los auf der Autobahn, singe für eine Stunde, sodass die Muskulatur fit bleibt, gerade in dieser Corona-Zeit, wo wir eigentlich die Stimme gar nicht brauchen, außer zu reden. Aber ich hab nie eine Stimmbildung. Ich glaube, es wäre für klassische Sänger unbedingt notwendig. Ich habe in Falle einer Popmusik, ich glaube nicht, dass Udo Lindenberg Stimmübungen gemacht hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Du hast ihn ja getroffen, aber das offensichtlich nicht gefragt. Ich habe ihn nicht gefragt, weil ich kein Wort verstanden habe, weil er gesagt hat. Das stimmt, die Kommunikation manchmal nuschelt er so sehr, da kann ein man... Ein bisschen, ja. Aber ein guter Typ. Guter Typ, ja, das stimmt. Frau Wegwert, gut, Frage beantwortet. Ja, dann ja vielen Dank, dann weiterhin viel Singen also, im Auto. Hör mir die Stimmbildung auf. Ja, macht er. Ganz fantastisch und weiterhin für alle viel, viel Gesundheit und fühlen sich umarmt aus Wernigerode. Dankeschön, wir umarmen zurück. Tschüssi, danke. Ciao, mach es gut. Wir lassen dich jetzt gleich nochmal singen, weil es gibt ja schon so Songs, jetzt mal unabhängig von den Klassikern, die auf diesem Album sind, die dich dein ganzes Leben begleiten und die irgendwie auch immer sein müssen und die schönen Mädchen. Die gehören da in jedem Fall dazu. Das Schöne ist aber, dass die in deiner Version irgendwie nie altern. Das schöne Mädchen von Seite 1, das will dich haben und weiter keins. Am Katalog aus dem Versandhaus spricht dich das Mädchen von Seite 1. Ich will nicht dies, ich will nicht das. Will keine Uhr, kein Opernglas. Schick mir nicht Gardine, keine Teemaschine und keine Pilzpantine. Was soll mir alles das? Oh yeah, das schöne Mädchen von Seite 1. Das will ich haben und Seite 1. Von Katalog aus dem Versandhaus sticht das Mädchen von Seite 1. Sie ist so sweet, sie ist so kess. Drum schick sie mir heute Express.
Ja, welche Version gefällt dir denn nun besonders gut? Die, die wir heute machen, mit einer Rap-Version mittendrin, das gefällt den Leuten sehr. Ja, aber ich höre gerade, wie hoch ich damals gesungen habe. Schön. Würde jetzt vielleicht aber auch nicht mehr passen. So, Herr Klaus ist auch noch bei uns. Guten Tag, Herr Klaus. Ja, hallo, ich grüße Sie beide. Ich habe zwei kleine Fragen an den Herrn Carpendale. Und zwar, was ist Ihr Lieblingsweihnachtslied? Und welchen großen Weihnachtswunsch haben Sie für sich selber? Auf diesem Album muss ich sagen, ich liebe die Nummer von John Lennon. War is over. Happy Christmas, war is over. Welcher Weihnachtswunsch? Was kann ein Mensch sagen, außer dass ich hoffe jeden Tag, dass wir wieder zu ein bisschen Normalität zurückkehren. Das wäre für mich, für uns alle, der größte Wunsch in nächster Zeit. Fragen sind beantwortet, Herr Klaus. Ja, danke. Ihnen eine schöne Weihnachtszeit. Das danke, wünschen Klaus. Wir Ihnen auch. Dankeschön. Jetzt ist es so, Howard, dass wir ein kleines Spiel vorbereitet haben, beziehungsweise oder eine Fragerunde, die etwas anders ist. Mhm. Dazu wechseln wir die Örtlichkeit, gehen an den Tisch, aber wir zeigen dir jetzt erstmal, wie das überhaupt funktioniert. Wenn Promis und Moderatoren so reagieren, dann geht's ans Eingemachte. Denn diese Fragen stehen in keinem Moderationskonzept. Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Wann warst du zuletzt in einem Stripclub? Hast du schon mal etwas geklaut? Die wirklich wichtigen Fragen sind eine Herausforderung für Gast und Moderator. In den nächsten 4 Minuten entscheidet der Zufall, wer welches Geheimnis von sich preisgeben muss. Solche Fragen hier beim MDR? Da sitzen wir im selben Boot, lieber Howard. Okay. Komm, wir gehen hier rüber. Ich habe wirklich keine Ahnung. Die werden auch ständig immer wieder neue zusammengestellt, kommen neue hinzu, gehen alte weg. Und 4 Minuten Zeit haben wir. 4 Minuten. Und Wer fängt an? Du bist der Gast, du fängst an und stellst mir die Frage. Also es geht immer wechselseitig. Okay, ich nehme diese hier. Du nimmst diese hier. Wenn du eine Ohrfeige frei hättest, für wen würdest du sie nutzen? Wenn ich eine Ohrfeige frei hätte, für wen würde ich die nutzen? Hier. Nein, dich würde ich nicht schlagen, aber gar keinen Grund. Vielleicht würde ich jene Ohrfeigen, die, ja, das ist eine gute Frage, wen würde ich ohrfeigen? Fällt dir jemand ein? Mir fällt irgendwie... Ich würde unsere ganze Politiker in eine Linie stehen lassen und die ganze Reihe runterlaufen. Die Politiker? Ich bin sauer. Weil? Weil die können nicht mehr mit uns kommunizieren. Ich hasse das. Wir brauchen jemanden, der da steht und den wir vertrauen können, den wir glauben können. Und im Moment reden die mit uns, als ob wir Kinder sind. Ich mag das nicht. Okay, also dann würde ich diese Ohrfeige dafür freigeben. So, jetzt bin ich dran. Hast du schon mal ein Kompliment gegeben, das als Beleidigung aufgefasst wurde? Die Frage kann ich nicht genau antworten, aber ich habe einen schlimmen Moment, wir haben gerade einen Talentwettbewerb, da war ich ein Kind in Südafrika und mein Schlagzeuger war krank und deswegen haben wir einen anderen Schlagzeuger ausgeliehen und er hat mit uns gespielt und wir haben gewonnen, aber wir haben den ersten Platz geteilt. Und am Ende stand ich hinter die Bühne und es kam ein älterer Herr auf mich zu und gratulierte und ich habe gesagt, ja, wir hätten gewonnen, wenn wir unsere Schlagzeuge gehabt hätten. Und er sagt, das war mein Sohn, der mitgespielt hat. Kein Kompliment, aber sonst hätte ich keine richtige Antwort im Moment. Okay.
Aber das, verstehen Sie? Also, ja, ich verstehe das. Sein Sohn hat meinen Schlagzeuger ersetzt. Jetzt stell dir das mal andersrum vor, wenn so etwas zu dir sagen würde, über wen oder ne, über Cass. Also ja, nee, ist schon hat sich eingebrannt, ganz offensichtlich. Aber wir machen alle Fehler. Okay. Ja. So, dann komme ich mal zu diesem. Gibt es ein Lied, bei dem du sofort lostanzen willst? Ich lehne mich zurück und genieße diese Antwort. Aber meine Lieder sind außer Konkurrenz. Bei dem, wobei, als junges Mädchen gab es tatsächlich den Song, das ist jetzt nicht Hello Again. Das war jetzt eigentlich nicht, ich war nicht die Altersklasse für Hello Again, aber da war natürlich ein Junge im Spiel. Ich war aber die Altersklasse für Hello Again. Und da war Hello Again tatsächlich, das war schon ganz schön verschmust. Also langsame Runde würde ich dazu tanzen. So, ah, ich bin dran. Moment. Ja. Welches Alter hättest du gern für immer? Habe ich die Frage neulich, als wir hier vor die Frage gestellt, weil es gibt Leute, die sagen, eigentlich könnten wir für immer leben. Und da habe ich mich gefragt, würde ich das gerne? Das ist eine sehr interessante Frage, mit der man diskutieren kann. Aber ich würde mich schon sagen, also ich fand 50 sehr schön. Genauso da, wo man kippt, ein bisschen nachdenklich zu sein und trotzdem noch die Kraft hat, andere Dinge zu machen, die man immer ganz gut gemacht hat. Das kann ich sehr gut nachvollziehen gerade. Ja. Okay. Cool. Weiter. Hast du schon einmal Drogen ausprobiert? Nee. Also wenn wir jetzt mal Alkohol streichen, ist auch eine Droge, eine legale Droge. Aber ich habe noch nicht mal einen Joint geraucht. Ich finde diesen Geruch finde ich ganz komisch. Du? Ich habe immer nur gesagt, ich aus bestimmten Gründen, die ich jetzt nicht weiter im Detail gehen will, ich hasse Alkohol. Ich trinke keinen Schluck Alkohol schon seit vielen, vielen Jahren. Weil ich das für eine der schlimmsten Drogen der Welt halte. Und es gibt Menschen, die unendlich darunter leiden. Ja. Und ich stelle immer Leute die Frage, wenn du spätabends eine Straße runterliest und es kamen dir 5 Menschen entgegen, hättest du lieber, dass die alle high wären oder besoffen? Also ich hätte lieber, dass die einen Joint geraucht hätten, weil dann hätten wir wahrscheinlich Spaß gehabt zusammen. Mhm. Aber Alkohol macht einen aggressiv und nein. Ja, du kennst das ja nun wirklich aus eigenem familiären Erleben. Du weißt ja, wie schwer diese Krankheit wirklich wiegt. Ne? Es ist traurig, dass viele Menschen sehen es immer noch nicht als Krankheit an. Es ist ein Gift. Natürlich kann man damit vernünftig umgehen. Aber es gibt viele Menschen, die das nicht können. Ihr habt es geschafft. Und das ist toll. Du und deine Frau, ihr habt da wirklich ein großartiges Stück Arbeit und einen tollen Weg hingelegt. Zusammen ja auch. Ja, und es war die schönste Zeit meines Lebens, diese letzten 4 Jahre. Ihr habt ja geheiratet 2018, nach so vielen Jahren. Ist das nochmal ein neues Glück dann, kann man das sagen? Nein, in die Zeit, wo es sehr schwer war, habe ich immer gesagt, ich möchte diese Frau heiraten, aber diese Krankheit muss hinter uns sein. Und es gab nicht sehr viele große Hoffnungen, weil diese Gift, da sind so viele Menschen süchtig und kaum einer kommt da raus. Aber sie hat es geschafft und die hat es auf einmal geschafft und seit dann ist überhaupt keine Gedanken daran. Und ich finde, das ist es einfach stark. Mhm. Und ich wollte sie immer heiraten und jetzt ist es soweit. Und wir würden bestimmt noch mal heiraten. Das ist schön. Wollen wir noch mal rübergehen? Haben wir noch die Zeit? Ja, wir haben noch mal Zeit, rüber zu gehen. Und wir haben auch noch die Zeit für diese schöne Archivperle. Haben wir noch Zeit, ne? Genau, weil wir haben jetzt gerade die wirklich wichtigen Fragen gehabt und wir haben eine schöne Archivperle gefunden, Howard. Ja. Da haben dich Journalisten, junge Journalisten oder die es mal werden wollen, knallhart interviewt. Schau mal rein. Lieben Sie Tiere? Ja, sehr. Ich habe vorher Katze gerne, aber vor 3 oder 4 Wochen habe ich in London einen kleinen Hund gekauft. Das ist eine Yorkshire Terrier. Da gibt es ein Chihuahua, ist sehr, sehr klein, aber die Yorkshire Terrier ist der nächste große. Ja? Wenn Sie mal verheiratet sind, wie viele Kinder möchten Sie haben? Ich glaube 2, 3, nicht so viel. Wie haben Sie sich Ihre Frau vorgestellt? Meine? Ihre spätere Frau vorgestellt. Was heißt das denn? Oh, wie sieht die aus und so weiter? Ja.
Ja, die muss gut aussehen, die muss gut kochen. Ich wollte keine Frau, die immer arbeiten wollen. Ich wollte eine richtige Hausfrau. Eine echte Hausfrau. Ich entschuldige mich für diese Antwort zum tausendsten Mal. Ich war ein junger Mann aus Südafrika und habe nicht sehr tief über das Leben nachgedacht. Und du musst dich nicht entschuldigen. Es ist einfach zauberhaft. Komm, mit dem Abstand betrachtet, ich bitte dich. Also es waren noch andere Zeiten damals. Es war wirklich, ja. Nein. Es ist total schön gewesen, dass wir heute diese halbe Stunde miteinander verbringen durften. Du machst es auch sehr, sehr einfach. Dankeschön, das ist sehr nett. Wir sehen dich wieder, wenn wir denn wollen. Und alle MDR-Zuschauer wollen das mit Sicherheit oder im Ersten viel mehr. Denn das große Adventssingen mit Florian Silbereisen steht ja, ich gucke, am 10. Dezember im Programm. Und du bist da natürlich auch als Stargast geladen. Ja, nicht nur das. Ich darf sehr viele Lieder aus dem Album singen. Und das war wirklich ein Geschenk. Und ich freue mich auf diesen Abend sehr. Wir haben es schon gedreht, aber die Show war auch... Wir haben gar nicht Zeit gehabt zum Proben. Cool. Ich wusste 10 Minuten vor der Sendung nicht genau, was jetzt passiert. Und ich finde, das macht die Show wahnsinnig spontan. Es ist 90 Minuten, einfach schön. Genau, 10.12., 20.15 Uhr. Und vor allem ladet ihr alle Zuschauerinnen und Zuschauer ein, mitzusingen. Und das ist ein schönes Konzept. Howard, wir freuen uns, wenn du uns das nächste Mal besuchst. Und danke für diese schönen weihnachtlichen Momente.